Hallo und herzlich willkommen zu der zweitletzten Folge von unserem Game of Thrones Trash Talk hier bei der GOB-Zeitung. Ich bin Fabian Kern. Für diese Woche haben wir uns etwas Spezielles ausgedacht, weil wir haben diverse Rückmeldungen aus unserer Community bekommen. Durchaus kritische, zu Recht oder zu Unrecht, das werden wir heute herausfinden. Mit mir im Studio ist heute ein Special Guest, nämlich der Leonardo. Der Leonardo wird uns drei Fragen stellen und uns so richtig löchern und auf den Zahn fühlen, punkto Fachkenntnis in Game of Thrones. Und dafür haben wir die schlechtesten aus unseren letzten vier Folgen genommen. Und zwar sind das neben mir der Andreas Eugster und der Daniele Turini. Zusammen sind wir das Team von der Ahnungslosen. Also meine erste Frage wäre, was bedeutet Valar Morghulis und Valar Dohaeris? Okay, was ist Fabian? Also, hast du mir genommen, gell? Valar Morghulis heisst, alle Menschen müssen sterben. Und Valar Dohaeris, das ist ein bisschen schräger für mich. Das ist Dohaeris, weißt du? Komm, Dohaeris. Dohaeris, genau. Das ist nicht Daenerys, gell? Einfach Dohaeris. Das ist die Antwort darauf auf Valar Morghulis. Ja, ja. Die korrekte Antwort. Und es heisst, ich. Wir müssen alle dienen. Genau, alle Menschen müssen dienen. Stark! Ja, meine zweite Frage wäre, wieso hat der Sir Davos an einer Hand keine Fingerspitze mehr? Und wer hat sie ihm abgeschnitten? Alle drei verschieden. Ich nehme den Daniele. Oh shit. Also, okay. Sir Davos, hey, der hat keine Fingerspitze mehr. Ich sehe jetzt schon, wie der Shitstorm auf mich einbringt. Das war ein ganz dummer Metzgerunfall, den er in seinen drei Jahren hatte, beim Wurstschneiden. Nein, ich muss wirklich passen, ja, keine Ahnung. Es war so, er ist ein Schmuggler und hat Schwarzhandel betrieben. Und somit ist er nachher so gesagt, aufgeflogen und ist dann vom Herr Stannis Baratheon, ist der Bruder von Robert Baratheon, den du in der ersten Serie kennengelernt hast, ein bisschen dickere. Ist er dann bestraft worden, indem er eine Hand alle Fingerspitzen abgeschnitten hat. Wie heissen die Bastarde im Winter, im Süden und im Südosten? Der Andreas. Was? Die beiden Bastarde im Winter? Also im Bastarde, wie man sie allgemein nennt. Weißt du es nicht, Andreas? Sonst ein kleiner Tipp: der John hat zum Beispiel einen Bastardnamen. So nennt man alle im Winter. Also im oben dran, im Norden. Ja. Ich habe keine Ahnung. Oder Tormund. Genau. Wie heißt der John zum Nachnamen? Schnee oder Snow. Genau. Und das ist der Bastardname. Alle Bastarde im Norden heißen Snow. Die im Süden heißen Sand und die im Südosten heißen Sturm. So, die nächste Frage ist ein bisschen dichter und ist auch zu der aktuellen Staffel. Wie viele Männer, Pferd und Elefant hat Cersei von der Golden Company bekommen? Das wäre Andreas. Also Männer sind es glaube ich etwa 20'000 von der Roten Kompanie. Elefanten hat sie keine bekommen. Ja. Und Rösser sind es 5'000. Nein, 2'000 wäre es. Wie viele Einwohner hat Königsmund? Das haben sie circa gesagt. Ja, das habe ich schon genau gewusst. Das sind jetzt vielleicht noch. Also jetzt noch? Oder? Ja, also, die Frage halt, ist nicht spezifiziert worden. Ja. Wenn. Ja, also sagen wir so, wie viele Einwohner hat es vor der Daenerys gegeben? Jo, das sind. Sind sie in der siebten Staffel beantwortet? Ja, ist klar, das sind so. Ja, das sind. 200. Nein. 300'000 gesehen und jetzt. Nein, 30. Mach's. 3, 5. Mach's mal 3 noch. Also 5 mal 2 dann. 5 mal 2, also 10? Ja, Millionen. Genau. Eine Million. Eine Million. Also ja, auf jeden Fall, aber wenn sie nicht spezifiziert ist, sind sie jetzt noch etwa ein paar Tausend. Ja, aber eigentlich eine Million, genau. Gut, dann kommen wir zu der letzten Frage schon. Was hat der Podrick mit den drei Frauen im Bordell gemacht? Gut, sind ja unterschiedliche, wie ich es gesehen habe. Darum nehme ich jetzt den Fabio. Ja, er hat sie beglückt. Und anscheinend hat er das ziemlich gut gemacht, weil die
recht erfahrenen Frauen sind dann doch ziemlich verzückt gewesen. Und ob der Größe von seinem, von seiner Männlichkeit. Also, dann hat man sogar das Geld noch zurückgegeben. Nicht so, ja. Genau. Genau, also die Antwort ist eigentlich, man weiß es eigentlich gar nicht. Es wird einem nie beantwortet. Vielleicht weiß es aber der Bran, weil ich vielleicht zurück da noch geschaut kann. Nein, ich würde ehrlich gesagt einen guten 4,5 geben. Doch, noch genügend? Ja, ja. Ich wäre auch so mit einem 3,75 zufrieden gewesen, aber Messi, ja, finde ich sehr gut. Nein, du, ich finde, du hast einiges noch gewusst, bist manchmal in die richtige Richtung gegangen. Es waren halt schon eine schwere Frage gewesen. Messi. Genau, also, habe ich gut gefunden. Und die würde ich eigentlich einen 5 geben. Ich fand es überzeugend, gefunden, wie du geantwortet hast. Auch wenn es manchmal falsch war, du hast es überzeugend, dann muss ich sagen, gesagt. Also wenn ich es noch gewusst hätte, ist es noch geglaubt. Oh, naja. Und Andreas, dir würde ich auch einen 4,5 geben. Ah, doch, jawohl!